Das Gewissen einer wachsenden Gemeinde ist Teil 2, Kapitel 4. Noch jung ist diese Gemeinde, frisch ist ihr Glaube und doch gilt für sie das gleiche Prinzip wie für jeden reifen Christen und dieses Prinzip lässt sich zusammenfassen in dem Satz, es gibt keinen Stillstand, weil der Herr beständig an seinen Leuten arbeitet. Und auch hier passt wieder der Vergleich mit liebevollen Eltern. Also liebevolle Eltern werden nicht sagen, okay, jetzt haben wir schon mal 3 Jahre lang erzogen, jetzt pausieren wir mal einen Monat, ja? Also jetzt, oder gar ein halbes Jahr oder so. Jetzt ist man erstmal genug erzogen, jetzt muss ich das so ein bisschen konsolidieren und in einem halben Jahr ziehen wir dann weiter. Nein, das werden sie nie sagen, sondern es geht jeden Tag weiter, Tag für Tag für Tag. Und das Gleiche gilt im Hinblick auf unseren liebevollen himmlischen Vater. Stillstand ist Rückschritt. Und darum will Gott, dass wir wachsen. Dass Gott will, dass seine Gemeinde wächst, zunächst mal nach innen und dann, wenn er Gnade gibt, auch nach außen. Und genau das bestimmt jetzt diesen Übergang von Kapitel 3 zu Kapitel 4. Wenn ihr wieder damit hineinschaut, schon in 3,10 hatte Paulus gesagt, wir freuen uns, wenn wir bei dieser Begegnung noch das ergänzen können, was an eurem Glauben noch mangelt. Es ist schon so viel gut geworden, aber es ist noch Luft nach oben, ja? Oder dann Vers 12, 3,12, dass der Herr euch wachsen lasse und uns natürlich auch. Und dann in Kapitel 4, Vers 1 geht es los. Ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt. Ist schon so viel gut geworden. Noch mehr. Und schließlich in Vers 10, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Es geht also wirklich um eine geistliche Dynamik. Es geht um ein Wachstum, um ein inneres Wachstum, das nicht nur die Gemeinde als Ganze betrifft, sondern auch jeden einzelnen Christen persönlich. Das hat Paulus ja für sich persönlich auch gelten lassen. Etwa, wenn er in Philipper 3, Vers 12 diesen berühmten Satz schreibt, ich behaupte nicht, dass ich es schon erlangt hätte. Ich bin zwar überzeugt, dass Christus mich durchbringt, dass ich gerettet bin, dass ich Gewissheit meines Heils haben darf. Aber so was die Entwicklung der Reife meines Glaubens angeht, bin ich noch lange nicht am Ziel. Ja? Philipper 3,12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder dass ich es schon vollendet hätte oder vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Tag für Tag für Tag. Wachstum. Und in den vor uns liegenden Versen will Paulus uns jetzt Hilfen zum Wachstum geben. Und das beginnt damit, dass er aufzeigt, der Schlüssel für geistliches Wachstum liegt nicht in 1-2-3-Step-Strategies. Also in irgendwelchen Strategien, mach erst das, dann jenes und schließlich drittens und dann klappt es. Sondern der Schlüssel liegt nicht in Regeln, nicht in Methoden, sondern er liegt, wie wir schon in Kapitel 3 gesehen haben, in unserer Herzenshaltung, damit eure Herzen gestärkt werden. Also, und das ist dieser zweite große Block und den dritten werden wir dann nur noch relativ kurz anschauen können. Der zweite, das Gewissen einer wachsenden Gemeinde. Es geht also um die innere Überzeugung, mit der wir uns vor Gott verantworten. Das Gewissen einer wachsenden Gemeinde. Und wir gucken jetzt uns diese Verse an. Zunächst 1-8. Weiter nun, ihr Brüder, und wir wissen nun ja nun inzwischen, wenn Paulus von den Brüdern redet, sind die Schwestern immer mit adressiert, weil die Brüder die Leitungsverantwortung haben. Aber das ist gewissermaßen auch so eine Art generisches Maskulinum in theologischer Hinsicht, dass die Schwestern damit eingeschlossen sind. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Paulus sagt, man kann es im Grunde auf einen Begriff bringen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und dann entfaltet er das, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. In den ersten 3 Versen zeigt Paulus gewissermaßen die Grundhaltung, die Gewissensausrichtung
Und dann folgen praktische Beispiele. Praktische Beispiele bis Vers 12, in denen sich diese Grundeinstellung dann bewähren, in denen sie sich auswirken soll. Exemplarisch, es gibt natürlich viel mehr Bereiche, aber es sind sehr wichtige Bereiche, die Paulus dann ansprechen wird. Es geht um Sexualität, es geht um Arbeit und es geht um den Tod. Also das sind nun wirklich drei sehr essentielle Fragestellungen, die jeden Menschen bewegen. Sexualität, Arbeit und Tod. Aber zunächst mal die Grundlage 1 bis 3, Ringen um Heiligung, ist Suche nach Gottes Wohlgefallen. Also jeder Christ und jede Gemeinde soll danach trachten, soll sich danach sehnen, heiliger zu werden. Das heißt, immer mehr in das Bild hineinzuwachsen, das Christus uns vorgegeben hat, in das er uns hineinprägen will. Und hier sagt Paulus auch, was der Motor jeglicher Heiligung ist, nämlich Gott gefallen. Willst du Gott gefallen? Was treibt dich? Wem willst du gefallen? Paulus sagt, wenn du im Glauben wachsen willst, als Einzelchrist, als Gemeinde, dann ist das das oberste Ziel. Und das ist dann natürlich auch eine gute Frage, die ich in konkreten persönlichen Entscheidungen immer wieder stellen kann. Gefällt es Gott? Gefällt Gott diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, dieser Weg, den ich jetzt gehe, diese Priorität, die ich jetzt setze? Also wir sehen, Heiligung ist von Anfang an eine höchstpersönliche Herzensangelegenheit. Heiligung ist nicht Pharisäismus, der danach trachtet, vor Menschen in einer gewissen Weise dazustehen, einen günstigen Eindruck zu erwecken. Heiligung ist das Gegenteil von Heuchelei, wie Jesus das beschrieben hat in Matthäus 6 ab Vers 1. Wo es vor allem darum geht, wie denken die anderen über mich. Nein, Paulus sagt, wie denkt Gott über dich? Wenn Gott gut über dich denkt, dann macht es überhaupt nichts, wenn die anderen schlecht über dich denken. Dann können sie dich bashen, sie können dich dissen, sie können sonst was mit dir machen. Hauptsache, Gott denkt über dich. Gut, dann kannst du den Rest getrost anstehen lassen. Natürlich auch schön, wenn die anderen mal ganz gut über uns denken, wenn die uns endlich mal verstehen. Aber und das wünschen wir uns natürlich auch. Und wir sind auch dankbar, wenn es ab und zu mal so ist. Aber es macht uns auch nicht kaputt, wenn es dann mal nicht so ist, solange wir dessen gewiss sein können, dass Gott gut über uns denkt. Und das heißt auch, Heiligung ist nicht die Erfüllung einer abstrakten Moral oder das Einhalten eines kasuistischen Regelwerks. Natürlich gibt es bestimmte Festlegungen, die verbindlich sind, aber das ist nicht sozusagen schon die Heiligung, sondern es geht um die Gestaltung deines persönlichen Verhältnisses zu deinem Schöpfer, der durch Jesus dein Vater geworden ist. Das ist Heiligung. Um die Gestaltung deines persönlichen Verhältnisses zu deinem Schöpfer, der durch Jesus dein Vater geworden ist. Und Gott nimmt das sehr persönlich. Also 4,1, es geht darum, dass ihr Gott gefallen sollt. Vers 3 nochmal, das ist der Wille Gottes. Und Vers 8 nochmal, also wer das verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott. Ich denke, das ist klar genug. Und wie persönlich dieser Vorgang ist, sieht man nun an den drei Bereichen, die Paulus hier als Bewährungsfelder der Heiligung aufzeigt. Sexualität, Arbeit und Angst vor dem Tod. Und damit kommen wir zum ersten Beispiel. Wie bewährt sich das Gewissen einer Gemeinde im Umgang mit der eigenen Sexualität? Ab Vers 3b, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Unzucht, da steht im Griechischen das Wort Porneia. Und Porneia meint eben sündigen Umgang mit Sexualität im Gegensatz zu Gottes Schöpfungsordnung. Und dazu gehört natürlich auch das eine Thema, das in der aktuellen Debatte häufig genannt wird, sexueller Missbrauch von Kindern. Das finden wir immer wieder öffentlich thematisiert. Das fällt unter Porneia. Aber dazu gehören auch alle anderen Varianten dessen, was die Bibel als Unzucht beschreibt. Ehebruch, Untreue, außerehelicher Geschlechtsverkehr, praktizierte Homosexualität, etwa Römer 1. Und bei all dem müssen wir bedenken, die Bibel zeigt eine sehr positive Bewertung von Sexualität. Die Bibel schützt die Sexualität. Die Bibel rühmt die Sexualität gewissermaßen als Schöpfungsgabe. Und deswegen sollen wir sie, und das ist dann Vers 4, in einer guten Weise gebrauchen, damit wir Gott auch darin ehren und damit auch wir selbst als Menschen darin glücklich werden können. Vers 4, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Gefäß, da steht im Griechischen das Wort Skoios. Und über diesen Begriff in diesem Vers gibt es ganze Bücherwände vollgeschrieben mit Untersuchungen, die fragen, was meint ihr eigentlich Skoios? Skoios kann
Ich verkürze das jetzt auf die zwei markantesten Optionen, die zwei markantesten Möglichkeiten, kann den eigenen Körper bezeichnen. Und dann geht es Paulus hier darum zu schreiben, dass jeder von euch versteht, mit seinem eigenen Körper diszipliniert und zuchtvoll umzugehen, im Gehorsam gegenüber Christus. Ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass Koios ein Bild für den Ehepartner sein kann. Also vor allem für die Frau hier. Und es ist beides denkbar, es schließt sich auch nicht gegenseitig aus, aber die meisten Ausleger tendieren eher zu der zweiten Lösung, also dass hier die Ehefrau gemeint ist. Der Begriff, der hier steht, in Besitz zu nehmen, ktaomai, das kann so viel bedeuten wie erwerben, gewinnen. Also dass jeder christliche Mann seine Frau in dieser Weise, es könnte sogar fast heißen, etwas frei übersetzt heiraten, sie als das Gefäß, dem er sozusagen mit Liebe und Behutsamkeit sich widmet, dass er so seine Frau gewinnt. Bei Petrus wird es in diesem Sinne eindeutig gebraucht, wo es heißt, 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also, ein behutsamer, liebevoller Umgang mit der Frau. Was auf alle Fälle hier mit Vers 4 Paulus sagt, der von Gott vorgegebene Schutzraum, in dem die Sexualität sich entfalten soll, ist die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau auf Lebenszeit. Und wenn wir das mit moderner Begrifflichkeit zusammenfassen wollten, müssten wir sagen, das ist das klassische binäre heterosexuelle Konzept. Das klassische binäre, also dass es Mann und Frau gibt und heterosexuelle Konzept. Das ist das, was die Bibel als den Willen Gottes für das Zusammenleben von Mann und Frau beschreibt. Und alle anderen Konzepte von Sexualität, sei es vorehelich, außerehelich, Homosexualität, sei es Pädosexualität, Prostitution oder Pornografie, werden im Neuen Testament als Porneia bewertet, eben Unzucht. Und diese Ethik des Schöpfers ist für Christen verbindlich. An diesem Punkt macht es nun überhaupt keine Mühe, den kulturellen Graben, wenn man das so will, zwischen Thessalonike im 1. Jahrhundert und uns im 21. zu überbrücken. Also da stehen wir gewissermaßen Seite an Seite. Ja, die alte griechisch-römische Welt war genauso geprägt von sexueller Unmoral, von Promiskuität, also häufigen Partnerwechsel. Das war dort alles auch gang und gäbe. Es gab Tempelprostitution. Es gibt eine interessante Untersuchung von William Lackey, The History of European Morals. The History of European Morals, also die Geschichte der europäischen Moralentwicklung. Und da kann man das alles sehr ausführlich dargestellt finden. Und die beiden Städte, mit denen wir es zu tun haben, hier nämlich Korinth, von wo aus Paulus das möglicherweise schreibt, diesen Brief, und Thessalonike, waren also auch doch ziemlich heftig mit dabei in dieser Hinsicht. Korinth galt als die Stadt der Aphrodite, beziehungsweise der römischen Venus, die nachts ihre Dienerinnen als Prostituierte auf die Straßen aussandte. Und in Thessalonike wurden unter anderem die Kabiri-Gottheiten angebetet, zu deren Riten ganz bestimmte sexuelle Handlungen auch gehörten. Aus diesem Umfeld kamen viele der Christen. Und Paulus sagt ganz klar, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, mit ihr so zusammen zu leben. Und nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie er schreibt, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Die Christen waren ja rein geworden an diesem Punkt, egal was für eine Vergangenheit sie in die Ehe mitgebracht hatten. Sie hatten ja Vergebung ihrer Sünde empfangen. Und wieder betont Paulus hier in Vers 5 die persönliche Ebene, ne, das habt ihr gesehen, im Gegensatz zu den Heiden, die Gott nicht kennen. Paulus sagt nicht, die Christen verhalten sich deshalb anders, weil sie sich ethisch besser beherrschen können oder weil sie mehr Anstand im Blut haben oder so, ja, als die Heiden. Sagt er nicht. Sondern Paulus sagt, weil sie Gott kennen, darum verhalten sich die Christen anders. Nicht, weil sie irgendwie anders gepolt wären oder so. Das unterscheidet sie von den Heiden, dass sie Gott kennen und ihn lieben und ihm von ganzem Herzen dienen wollen. Und noch etwas ist ganz wichtig hier in Vers 5. Paulus kritisiert nicht Leidenschaftlichkeit als solche. Er sagt, ihr sollt nicht mit Leidenschaft leben wie die Heiden. Sondern Paulus spricht von leidenschaftlicher Begierde in der Art und Weise, wie das bei den Heiden
geschieht. Also Leidenschaft ist ja für sich genommen, kann ja auch etwas sehr Gutes sein. Leidenschaft kann Hingabe bedeuten. Etwas mit vollem Einsatz, mit ganzer Begeisterung tun. Und Leidenschaft für sich genommen ist etwas Gutes. Aber hier steht die Leidenschaft im Dienst heidnischer Begierde. Also das aus nur selbstsüchtigen Gründen und ohne Liebe, ohne das Gegenüber im Blick zu haben, ohne wirkliche Hingabe an den anderen, es nur eine sich selbst sehende Pseudoleidenschaft ist. Und das lehnt Paulus hier ab. Es ist nicht im Sinn der Schöpfungsordnung, sagt er, es ist gegen sie gerichtet. Und weil es gegen die Schöpfungsordnung gerichtet ist, beschädigt diese Pseudoleidenschaftlichkeit den Menschen an Leib und Seele. Und dann macht Paulus noch etwas deutlich in Vers 6, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, dass Sexualität auch eine soziale Dimension hat. Also wenn ich mit einem anderen Menschen zusammen Untreue praktiziere, dann sind ja nicht nur wir beide, wären nicht nur wir beide betroffen, sondern die Menschen, mit denen diese andere Person zu tun hat und die beiden Partner mit ihren jeweiligen Zusammenhängen. Es hängen ja immer andere dran. Und wenn jemand noch nicht verheiratet ist, dann hängt da derjenige dran, den er später möglicherweise mal heiraten wird. Also es hat immer eine soziale Dimension auch. Es ist nicht einfach nur Privatsache zwischen diesen beiden da. Und deswegen sagt Paulus auch hier, dass niemand zu weit geht. Dass wörtlich, kann man sagen, eine Linie überschreitet. Dass niemand übergriffig wird. So könnte man das etwas freier übersetzen. Und dann weiter. In dieser Angelegenheit den Bruder übervorteilt. Das heißt, dass ich jemanden benutze zu meinem eigenen Vorteil. Dass ich jemanden vielleicht in gewisser Hinsicht benutze, nur um sozusagen meinen eigenen Lüsten und Bedürfnissen dazu frönen. Und dass ich es gar nicht tue in Hingabe oder aus Hingabe, sondern nur eigensüchtig. Und dies geschieht auch dadurch, dass man jemand anderen in die eigene sexuelle Sünde hineinzieht. Selbst wenn man sagen kann, ja, er hat es doch gewollt oder sie hat es doch gewollt. Aber wenn ich jemanden damit hineinziehe, dann trage ich erstmal die Verantwortung auch dafür. Seine Verantwortung ist seine Sache. Und dann gilt auch für diesen Bereich, nicht nur für diesen Bereich, aber auch für diesen Bereich die Mahnung, die der Jesus in Matthäus 18, Vers 6 und 7 formuliert hat, also wenn man Leute damit reinzieht, wo der Herr sagt, in einem anderen Kontext, aber es ist auch darauf anzuwenden, Matthäus 18, Vers 6, wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt worden wäre. Und da können wir nur sagen, dem Herrn sei Dank, dass es Vergebung gibt. Und dass wir diese Verse hier lesen können, im Wissen darum, dass derjenige, der zu Jesus kommt und ihn um Verzeihung bittet, dass dem auch alles vergeben wird, dass der Herr sagt, ich mach dich rein, ich erkläre dich für gerecht. Und ich werde auch die Verletzungen in deinem Leben, die dir möglicherweise zugefügt worden sind oder die du dir selbst zugefügt hast oder die du anderen zugefügt hast, ich kann das heil machen, ich kann das gut machen. Aber wenn jemand nicht zu Jesus umkehrt, wenn jemand meint, an so etwas festhalten zu können, macht Paulus auch deutlich, das ist nicht ungefährlich. Sünde wird von Gott entsprechende Konsequenzen zu erwarten haben, wenn wir nicht Buße tun. Und deswegen doch diese ziemlich drastische Formulierung im Vers 6, der Herr ist ein Rächer über alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt haben und ernstlich bezeugt haben, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung, deshalb wir dies verwirft. Der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Wie gut, dass es Vergebung gibt. Aber hier sehen wir eben, Gott nimmt sexuelle Sünde sehr ernst. Es ist hier nur ein Beispiel, was Paulus nennt für Heiligung. Aber er nimmt dieses Beispiel sicherlich nicht ohne Absicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeinde, aber auch als einzelne Christen an dieser Stelle, das einfach ernst nehmen. Und ansonsten muss man sagen, es gelten natürlich auch bei sexuellen Sünden die gleichen seelsorgerlichen Prinzipien wie bei jeder anderen Sünde. Der Herr will sie vergeben. Wir müssen sie ihm bekennen und er will sie vergeben. Und dann sollen wir sie lassen. Und wir dürfen dem Herrn wirklich vertrauen, dass er vergibt und vergibt und dass er sieht, wie es in unserem Herzen gemeint ist.
Und dann nennt Paulus ein weiteres Alltagsfeld, auf dem sich das Gewissen einer Gemeinde bewähren muss, 9-10 im Umgang mit Glaubensgeschwistern. Da sagt er über die Bruderliebe, aber brauchen wir euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Also das wird schon seit dem Alten Testament gelehrt und Jesus hat es dann im Doppelgebot der Liebe gelehrt in Matthäus 22 und Paulus fügt hinzu. Und das tut er ja auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind, also nicht nur in eurer Gemeinde, sondern auch in den christlichen Gemeinden, zu denen ihr so noch Kontakt habt, die ihr auch im Blick habt. Wir mahnen euch aber, Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt, sagt Paulus. Also es ist noch Luft nach oben. Überlegt nochmal, vielleicht habt ihr die eine oder andere Truppe da noch übersehen, die auch eure Hilfe, eure Unterstützung braucht, die auch einfach eure Fürbitte braucht oder dass ihr sie mal besucht, dass ihr ihnen mal ein gutes Wort gebt. Leute, macht die Augen auf. Der Herr hat gute Aufgaben für euch bereit. Und vergesst auch James Coates nicht in Alberta in Kanada, dass wir für ihn und seine Familie weiter beten und für alle, die in ähnlichen Situationen sind. Im Umgang mit den Glaubensgeschwistern soll sich dieses Gewissen einer wachsenden Gemeinde bewähren. Und zum weiten Horizont gehört aber dann nicht nur der Blick auf die überörtliche christliche Community, sondern auch, und das ist das Letzte hier, auf die gesellschaftliche Situation, der wir als Christen immer noch angehören. Und das sind dann die Verse 11 bis 12, die gucken wir uns noch kurz an. Also da geht es dann um das Gewissen einer wachsenden Gemeinde im Umgang mit den Nichtchristen. Und eure Ehre sucht darin, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig hat. Das ist auch interessant, auch sehr aktuell, wie wir gleich sehen werden. Paulus macht deutlich im Vers 12, das Zeugnis gegenüber den Außenstehenden ist auch deshalb wichtig, um zu zeigen, dass unser Glaube realitätstauglich ist. Also, dass wir Christen wirklich in der real world, oder wir würden ja sagen, die wirklich echte Welt ist die geistliche Welt, aber auch in dieser Welt der Tische, Stühle und Bänke, sage ich mal, in dieser Welt der Berufe, dass wir in dieser Welt klarkommen, dass wir uns hier bewähren können, dass wir nicht deshalb uns in den Glauben flüchten, weil wir sonst mit unserem Alltag nicht klarkämen. Und das ist eine interessante Frage auch seitens der Gesellschaft. Werden die Christen als Schmarotzer der Gesellschaft wahrgenommen oder als stabile Stützen, die sich als das Salz in der Suppe erweisen? Und es hat sich durch die Geschichte immer wieder gezeigt, durch die Geschichte hindurch, dass die Christen einer Gesellschaft immer gut getan haben, wenn sie ihre Aufgabe ernst nahmen. Dass die Christen an vorderster Front standen, wenn es darum ging, sich um die Armen zu kümmern. Dass die Christen von Anfang an diejenigen waren, die die abgetriebenen Babys, die man weggeschmissen hätte, die sich gekümmert haben, die gesagt haben, treibt eure Kinder nicht ab. Wir nehmen sie, wir kümmern uns. Die Christen haben durch die ganze Geschichte hindurch an vorderster Front gestanden, als es darum ging, die Sklaverei abzuschaffen oder sich des Elends des Alkoholismus anzunehmen. Wenn wir etwa bedenken, was die Evangelisationstätigkeit von Wesley und Whitfield für England bedeutet hat im 18. Jahrhundert. Realitätstauglich. Und darum, sagt Paulus, ist wichtig, dass wir Christen uns im praktischen Leben bewähren. Das schließt nicht aus, dass wir auch legitime staatliche Leistungen in Anspruch nehmen. Also wenn jemand arbeitslos ist, soll er natürlich Hartz IV oder so beziehen. Aber es geht darum, was ist unsere Haltung? Jeder kann in eine Situation kommen, wo er auf so etwas zurückgreifen muss, aber wie wollen wir leben? Was dient der Ehre des Herrn? Und so hat es ja Petrus auch gesagt in 1. Petrus 2, Vers 12, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen vor den Menschen, dass sie unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen. 1. Petrus 2, Vers 12. Ja, und dann dieser Hinweis noch mit den eigenen Händen in Vers 11. Eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten. Damals arbeiten die meisten mit ihren eigenen Händen. Heute würde man vielleicht diejenigen, die auf eine Tastatur tippen, auch noch dazu zählen, die auch mit ihren eigenen Händen arbeiten. Aber damit will Paulus sagen, macht euren Job ordentlich. Und im Hintergrund steht wahrscheinlich ein Phänomen, was wir in Kapitel 5, Vers 14 noch sehen werden, wo von Leuten die Rede ist, die Ataktoi sind. Ataktoi.
Das klingt so wie aus dem Takt gekommen. Also unordentlich kann man das übersetzen. Und dahinter steht wahrscheinlich diese Situation, dass die ihre Erwerbsarbeit aufgegeben haben, weil sie dafür zu geistlich waren. Ja? Also ich bin so geistlich, dass ich eigentlich nicht mehr arbeiten kann. Ja? Sie haben sich dann zurückgezogen und wurden eine Last für die Gesellschaft, wenn man so will, oder erstmal für die Gemeinde. Und wahrscheinlich war bei einigen der Grund, dass sie die Wiederkunft Jesu irgendwie falsch verstanden hatten. Ja? Als ob Paulus gesagt hätte, Leute, jetzt setzt euch hin und wartet ab, bis der Herr kommt und haltet euch nicht mehr damit auf, eure Arbeit ordentlich zu machen. Und dagegen geht Paulus hier vor und sagt, Leute, was bedeutet das für euer Zeugnis? Was bedeutet das für euer Zeugnis? Und in diesem Sinne, Vers 11, sollen wir dann gegenüber der Welt ein stilles Leben führen. Also auf diesen Ausdruck müssen wir noch kurz zu sprechen kommen, weil er leider häufig missbraucht wurde. Ich würde sagen, wenn man das mal so in Klammern formulieren darf, dieser Satz ist einer der großen Märtyrer dieses Textes, weil er immer wieder wirklich geschunden und völlig umgedeutet wurde. Ja. Paulus sagt hier nicht, seid unauffällig wie graue Mäuse. Also ihr führt dann ein stilles Leben, wenn ihr wie graue Mäuse seid und euch die Welt nicht bemerkt. Bitte schön, wie sollen sie den Vater im Himmel über unseren Werken preisen, wenn sie sie nicht bemerken? Das kann nicht gemeint sein. Es kann auch nicht damit gemeint sein, dass wir angepasst leben sollen wie willfährige, naive Untertanen, die alles einfach nur abnicken, was Mutti sagt. Das ist auch nicht gemeint, definitiv. Es grassiert ja zurzeit so ein Paper in Deutschland, in dem unter anderem steht, dass Christen etwa auch unmoralische Gesetze nicht angreifen müssen im Staat, solange sie nicht verpflichtet sind, ihnen zu folgen. Also nach dem Motto, wenn wir nicht selber uns danach richten müssen, dann müssen wir auch nicht unbedingt was dagegen sagen, dem Staat gegenüber. Und man muss leider sagen, dass unter Berufung auf diesen Vers hier, ein stilles Leben führen und ähnliche Verse, Christen wiederholt Unrechtsregime hofiert und mit dem Bösen gemeinsame Sache gemacht haben. Es gibt da viele betrübliche Beispiele aus der Nazi-Zeit etwa, dass noch 1937 christliche Organisationen gesagt haben, die Christen sollten sich doch Hitler unterordnen, so dem Sinne nach. Das beruht auf einer krassen Umdeutung dieser Worte, die gerade keine lasche, laxe Haltung beschreiben, sondern, wenn man genau hinsieht, eine Spannung, das ist fast ein Oxymoron, wie wir sagen würden, so eine spannungsvolle, fast widersprüchliche Formulierung. Paulus sagt ja nicht einfach, führt ein ruhiges, stilles Leben und schlaft irgendwann dabei ein, sondern was sagt er genau? Er sagt wörtlich eigentlich, setzt euren ganzen Ehrgeiz da rein, ein ruhiges Leben zu führen. Also das muss man erstmal schon mal sehen. Ja Leute, das hat offensichtlich was mit Engagement, mit Eifer, mit Einsatz zu tun, mit Konzentration. Leute, setzt allen Ehrgeiz da rein, ein stilles Leben zu führen. Das heißt nicht nur einfach, seid Couch-Potatoes und macht's euch bequem auf dem Sofa. So, und das heißt, lebt souverän, lebt kontrolliert und ehrbar mitten in der Gesellschaft. Das heißt, seid als Nachbarn friedfertig. Seid nicht die Ersten in eurem Umfeld, die immer über alles meckern und die sich um nichts kümmern. Seid als Steuerzahler integer. Seid als Kunden freundlich. Wie kennt man dich in deiner Autowerkstatt? Und da steht dann so eine kleine Schale, schmeißt du ab und zu was rein, damit die Mechaniker in der Werkstatt ihren Kaffee kriegen? Oder bist du bekannt dafür, als einer, der noch das letzte Kleingeld zusammenscharrt und in sein Portemonnaie reinhütet, obwohl die Werkstatt seit Jahren gute Arbeit für euch leistet? Wie gehst du da damit um mit den Leuten? Bist du als Geschäftsmann kulant? Die wissen, du bist Christ, du bist Geschäftsmann. Schenkst du jemandem auch mal was? Bist du mal großzügig? Gehst du fair mit Reklamationen um? Bist du als Restaurantgast, geht ja zurzeit leider nicht, aber wir hoffen ja, dass wir es bald wieder üben können, bist du als Restaurantgast höflich? Bist du humorvoll? Versuchst du mit dem Kellner vielleicht auch mal ins Gespräch zu kommen, ihm mal ein nettes Wort zu sagen, auch mal deine Dankbarkeit darüber auszudrücken, dass das Essen wirklich gut gemacht war und dass der Service hervorragend war? Wie gehst du damit um? Das heißt im Grunde mein stilles Leben, ein souveränes Leben zu führen. Wie ist das? Bist du als Lehrer patent? Sagen deine Schüler, wow, die Lehrerin, die ist spitze. Ja, wir wissen, die betet, die Frau. Aber die ist klasse. Und wenn wir Sorgen haben, zu der können wir kommen. Und ja, vielleicht das Beispiel noch aus meiner Vergangenheit. Bist du als Fußballvater kontrolliert? Ich muss zugeben, dass ich das nicht immer war.
Ich habe mich manchmal am Spielfeldrand schrecklich aufgeregt. Das liegt auch daran, dass ich selber leidenschaftlich Fußball gespielt habe, hoffentlich nicht mit heidnischer Leidenschaft. Und ich war sicherlich für den Trainer der Mannschaft meines Sohnes nicht immer ganz einfach zu nehmen. Ich habe mich dann bemüht, das besser zu machen. Aber da kann man mal sagen, gut, führe ein stilles Leben am Spielfeldrand. Ja? Also es geht hier darum, wie nehmen unsere ganz normalen Mitmenschen gewissermaßen uns wahr? Und was für ein Zeugnis geben wir ab? Aber das heißt eben nicht, dass wir uns aus der Verantwortung für die gesellschaftliche Situation rausschleichen können. Ich möchte mit großer Zustimmung verweisen auf die Stellungnahme einer relativ kleinen Gemeinde aus Frankfurt. Man kann diese Stellungnahme über meine Homepage herunterladen, wolfgang-nestvogel.de, einer Frankfurter Gemeinde, in der beschrieben wird, wie gerade unter den aktuellen Corona-Bedingungen die christliche Gemeinde sich eben nicht zurückziehen kann und nicht unter Berufung etwa auf diesen Vers sich aus allem raushalten kann. Sie schreiben dort, also es lohnt sich, diese 8 Seiten wirklich zu lesen. Sie sind sehr, sehr klug argumentiert und sehr treffend auf unsere Zeit bezogen. Biblische Verkündigung, heißt es dort, bedeutet auch, Unrecht aufzuzeigen, von Sünde zu überführen und alle Menschen, auch die Regierenden, zur Umkehr von bösen Werken und zum Gehorsam gegenüber Gottes Geboten aufzurufen. Als Christen dürfen wir nichts gemein haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Die Waffe für diesen Kampf gegen Finsternis und Bosheit ist Gottes Wort. Das hat der Herr seiner Gemeinde nicht umsonst verliehen. Und weiter, es ist der Gemeinde nicht nur erlaubt, sondern es ist ihre heilige Pflicht, Unrecht und Bosheit von Seiten der Regierenden als Sünde zu benennen, mit der nötigen Ehrerbietung. Zur Umkehr zu rufen, wenn sie ihrer Aufgabe als Gottesdienerin nicht gerecht werden, sondern sich gegen Gott auflehnen, indem sie etwa die sogenannte Ehe für alle beschließen. Hierzu darf die Gemeinde nicht schweigen. Womöglich noch unter Berufung auf 1. Thessalonicher 4, Vers 11 möchte ich hinzufügen. Also, ich empfehle sehr, dieses Paper sich herunterzuladen und zu lesen. Eine sehr wichtige Hilfe zum Verständnis unserer Situation heute. Und Paulus, das hat Eberhard Dahm ausführlich entfaltet, gibt uns ja mit seinem eigenen Verhalten ein Beispiel dafür, wie er sich auf das römische Recht berufen hat. Deswegen kann ich diesen Punkt hier jetzt so belassen. Wir kommen zum Schluss dieses Punktes. Als ich das so gelesen und studiert habe, kam es mir manchmal so vor, als ob die Thessalonicher gleich um die Ecke kommen würden. Einfach weil unsere Herausforderungen trotz der 2000 Jahre dazwischen so ähnlich sind. Und weil unser Herr nicht nur ähnlich ist, sondern derselbe. Und es ist immer noch seine Gemeinde, die auch heute, die auch für uns ein Lichtblick sein darf, mitten in diesen dunklen Zeiten. Und darum, ihr Lieben, dürfen wir es auch heute erleben, wir dürfen auch heute dafür beten und wir dürfen heute daran mitwirken, dass unsere Gemeinden liebevolle Gemeinden sind und wachsende Gemeinden, zunächst wachsend nach innen, und wenn Gott es schenkt, können sie auch nach außen wachsen. Nun, ein kurzer Blick auf die letzten Verse. Trotz allen Eifers, trotz allen Aufbruchs wurde auch in dieser Gemeinde noch gestorben. Und plötzlich kam eine Sorge auf, plötzlich kam ein Gerücht auf, wenn Jesus noch nicht wiedergekommen ist und mein alter Vater ist schon gestorben, was wird aus dem? Wird er dabei sein? Was ist mit den Toten, die gläubig waren? Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wie die anderen, die ihren alten Vater begraben müssen und davon ausgehen, sehen ihn nie mehr wieder. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, also da hat er sogar ein Wort von Jesus. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, wir werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Also Paulus sagt, macht euch keine Sorgen, keiner geht verloren. Jeder, der an Jesus geglaubt hat, wird immer unter seinem Schutz bleiben. Ihr müsst euch wirklich keine Sorgen um eure gläubigen Angehörigen machen, die im Vertrauen zu Jesus gestorben sind. Der 90-jährige Vater einer Schwester aus unserer Gemeinde, der vor einigen Tagen heimgegangen ist. Wir müssen uns um den keine Sorgen machen. Wir dürfen getrost sein. Jesus hat ihn mitgenommen und er bleibt in seinem Schutz.
Aber wie ist das Verhältnis zwischen denen, die noch leben, wenn Jesus kommt, und denen, die ihnen schon vorausgegangen sind? Dass wir, das habt ihr gemerkt, die wir leben. Paulus hält es zu dem Zeitpunkt, als er es schreibt, noch für möglich, dass er noch lebt, wenn Jesus kommt. Also das Wir ist immer das Wir derer, die leben, wenn Jesus real wiederkommt. Und nun sagt er, pass auf, wir, die wir leben, also diejenigen, die dann leben, bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, also diejenigen, die dann noch leben, wenn Jesus wiederkommt, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein. Alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Also Paulus sagt, Leute, es kann gar nichts Schlimmes passieren. Und das Wort, was er hier in Vers 17 verwendet, entrückt. Wir werden entrückt werden, die Entrückung der Gemeinde, das ist im Griechischen das Wort harpazo. Harpazo, wir werden gewissermaßen rausgeholt und mitgenommen werden. Und Paulus hofft, dass er dann noch leben wird. Deswegen sagt er wir. Und woher kommen diejenigen, die vorher schon in Christus entschlafen sind? Nun, sie kommen aus dem, was wir das Totenreich nennen. Paulus hat ja an anderer Stelle gesagt, in Philipper 1, Vers 23, also wenn ich sterbe, bin ich bei Jesus. Ich habe Lust abzusteigen, um bei Christus zu sein. Oder denkt dran, was Jesus dem Verbrecher am Kreuz neben ihm gesagt hat. Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also Jesus sagt nicht, du wirst jetzt erstmal den jahrhundertelangen Schlaf haben und dann am Ende bei meiner Wiederkunft, dann erwachst du wieder, sondern du wirst heute mit mir im Paradies sein. Also das ist dieser Ort, in dem wir sind. Wenn wir in 3 Minuten sterben sollten, wären wir in 3 Minuten und 10 Sekunden an diesem Ort hier. An dem wir schon beim Herrn sind, an dem wir schon getrost sind, an dem wir keine Angst mehr zu haben brauchen, an dem wir aller Nöte enthoben und voller Glück sein dürfen. So, und Paulus sagt, wenn die Entrückung kommt, dann werden die werden dann ihren Auferstehungsleib kriegen. Die werden gewissermaßen Jesus zuerst entgegengerückt werden und dann die noch leben. Also keine Sorge, die Entschlafenen haben keinerlei Nachteil und sie werden denen, die dann noch leben, nicht benachteiligt. Und dann werden wir uns sowieso alle wiedersehen. Was Paulus hier nicht schreibt, in welchem Verhältnis diese Entrückung steht zur Gesamtwiederkunft Jesu etwa. Zu welchem Zeitpunkt diese Entrückung geschehen wird der Gemeinde. Das ist ja ein heißes Thema, ob die Entrückung der Gemeinde vor der großen Trübsal erfolgt oder mitten in der großen Trübsal oder nach der großen Trübsal. Da gibt es ganz unterschiedliche theologische Positionen. Also unsere Position ist die, dass wir für am wahrscheinlichsten halten, dass die Gemeinde Jesu vor der Trübsalzeit entrückt wird und dann mit ihm gemeinsam wiederkommt zu dieser großen Schlacht bei Harmageddon, von der Offenbarung 19 berichtet. Es ist bei dem Material, was wir ins Netz gestellt haben, eine Skizze, eine Grafik dabei, die unsere Position etwas verdeutlicht. Ich kenne aber auch liebe Glaubensbrüder, die das anders sehen, die davon ausgehen, dass Jesus erst am Ende der großen Trübsal zurückkommt. Dann gibt es auch noch ein paar andere Varianten. Ich habe vor einigen Jahren in einem Aufsatz mal verschiedene Thesen, verschiedene Theorien über den Zeitpunkt der Entrückung verhandelt. Und dieser Aufsatz steht ebenfalls beim Bonusmaterial auf meiner Homepage. Den kann man dort auch herunterladen. Also wer sich mit dieser Frage mal theologisch intensiver auseinandersetzen will, hat durchaus die Möglichkeiten dazu. Und ich werde morgen noch mal kurz darauf eingehen, wenn wir dann in Kapitel 5 über den Tag des Herrn sprechen. In welchem Verhältnis steht die Entrückung der Gemeinde zum Tag des Herrn? Darauf kommen wir morgen noch einmal kurz zurück. Und wer jetzt eine schlaflose Nacht wegen dieser Frage haben würde, der kann die Nacht dazu nutzen, meinen Artikel zu studieren. Dann braucht er auch eine Nacht dazu. Gut. Aber das Entscheidende, das nehmen wir jetzt mit. Das Paulus sagt, Jesus nimmt uns mit. Und keiner bleibt zurück, der zu ihm gehört. Das müsst ihr wissen. Und ihr seid geborgen bei ihm. Und wenn du in 3 Minuten diese Welt verlässt, dann stirbst du nicht in ein dunkles Loch hinein, sondern in die Arme deines Herrn. Und deswegen gilt das dann für uns alle, wenn jeder diesen Weg gegangen ist. Wir werden, das ist so wunderschön, dieser Satz, wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit.
Und es wird uns nichts mehr voneinander trennen können. Paulus wird nicht mehr allein in Athen zurückbleiben ohne Timotheus. Wir werden nicht mehr mit Einsamkeit mit zurückgelassen werden, zu kämpfen haben mit irgendwas, sondern wir werden beim Herrn sein alle Zeit. Er ist ja jetzt schon unsichtbar da, aber wir werden dann auf ewig ihn sichtbar in unserer Nähe haben, beziehungsweise wir werden in seiner Nähe sein. Und wir werden auch unsere Glaubensgeschwister wiedersehen, die dann ebenfalls bei ihm sein werden. Das ist eine große und eine sehr tröstliche Perspektive. Und darauf ruht ganz felsenfest die Gewissheit der getrösteten Gemeinde. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Und morgen werden wir dann noch einmal darüber sprechen, was ist mit dem Tag des Herrn gemeint. Aber gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir zu einer liebenden Gemeinde gehören dürfen, zu einer wachsenden Gemeinde, die Jesus baut, und zu einer tröstenden Gemeinde. Ich komme jetzt auf die Zielgerade. Und wenn wir diese vier Kapitel uns vor Augen führen, dann legt Paulus uns mit diesen vier Kapiteln eigentlich etwas Doppeltes als Aufgabe ans Herz. John Stott spricht von einem Double Commitment, einer doppelten Verpflichtung, einer doppelten Aufgabe. Einerseits bindet er uns an das Wort Gottes, das ist ja vor allem in Kapitel 1 und 2 verankert, und Eberhard Dahm hat uns das ja sehr eindrücklich gezeigt. Nochmal Kapitel 2, 13, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes aufgenommen habt, es eben nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Wir sind gebunden an das Wort Gottes, und wir sind zugleich eingebunden in die Familie Gottes, wie Paulus dann in Kapitel 2, Vers 7 von der mütterlichen Fürsorge spricht und in Kapitel 2, Vers 11 von der väterlichen Fürsorge für die Kinder, die in der Gemeinde waltet. Und wir haben ja diese liebevolle gegenseitige Verantwortung auch in Kapitel 3 studiert. Also es ist dieses Doppelte. Wir sind gebunden an das Wort Gottes, und deswegen lieben wir die Familie Gottes. Und weil wir die Familie Gottes lieben, wissen wir, wie dringend wir auch das Wort Gottes bleiben. Und das kannst du nie und nimmer mehr voneinander trennen. Und deswegen gehören Gemeinschaft und Lehre auch aufs Engste zusammen. Und wir haben als Gemeinde durch die Lehre eben die Gewissheit gehabt, seit März letzten Jahres, dass wir um die Gemeinschaft kämpfen müssen. Das war nicht darin begründet, dass wir gesagt haben, naja, wir halten es ohne Gemeinschaft nicht aus. Das ist auch so. Aber das hätte nicht genügt, um das zu begründen, weil man sagt, ja gut, ihr empfindet das eben so, müsst ihr euch mal ein bisschen zusammenreißen. Sondern wir haben durch das Wort Gottes ganz klar gelehrt bekommen, dass die Gemeinschaft unverzichtbar ist, dass sie den Herrn ehrt, dass wir sie brauchen für ein gesundes Leben im Glauben. Wir haben durch die Lehre gewusst, dass wir die Gemeinschaft nicht aufgeben dürfen, und durch die Lehre gewusst, dass wir um die Gemeinschaft kämpfen müssen, und wir sind durch die Gemeinschaft dadurch gestärkt worden, in der Lehre treu zu bleiben und weiter voranzuschreiten. Und das will der Herr uns auch durch diese ersten vier Kapitel im Thessalonicher Brief ans Herz legen. Halt das Wort Gottes treu fest und halte an seiner Gemeinde treu fest. Diene ihr und diene in dem allen der Ehre dessen, der dir sein Wort und seine Gemeinde schenkt. Ich komme zum Schluss und möchte kurz berichten. Anfang März haben wir mit einigen Brüdern uns in Stuttgart getroffen, um über die Lage in unserem Land zu beraten und um uns auch dabei zu helfen, die Situation einzuschätzen, nach der Verantwortung der Gemeinde Jesu zu fragen. Und da hat Friedemann Wunderlich uns etwas erzählt, was ich hier an den Schluss stellen möchte. Friedemann Wunderlich, der Leiter der Mission für Südosteuropa. Und er hat das, was er uns erzählte, auch aufgeschrieben in der aktuellen Ausgabe der Mission für Südosteuropa, Gottes Wort den Völkern. Da hat er das im Wesentlichen schriftlich fixiert. Er hat erzählt von einem alten, zerlesenen Neuen Testament, das er heute immer noch besitzt, von seinem Vater, Adolf Wunderlich, gestorben 1998. Er sagt, über viele Jahre hinweg hat dieses Neue Testament meinen Vater geistlich versorgt, weil er sich 1945
auf der antifaschistischen Schule in Moskau zu Jesus bekannte und seinen Herrn nicht verleugnete, wurde er in ein Straf- und Todeslager nach Sibirien geschickt. Und durch viele Wunder bewahrte der Herr ihm dieses Testament durch alle Kontrollen hindurch. Es gab Zeiten, in denen die Gefangenen trotz körperlich schwerster Arbeit tagelang nicht zu essen bekamen. Und bei den Bewachern konnte man Papier, woraus sie sich dann Zigaretten drehten, gegen Brot eintauschen. Er hätte also so eine Bibelseite weggeben können und hätten Brot dafür gekriegt. Und der Aufseher hätte sich dann eine Zigarette draus gedreht, aber das hat der Vater nicht gemacht. Sagte Friedemann, kein Blatt seines Neuen Testaments hat mein Vater weggegeben, selbst als er vor Hunger nicht mehr wusste, wie er hieß. Das Wort Gottes gab meinem Vater und vielen anderen Gefangenen immer wieder Kraft und Trost. Und wann immer es möglich war, trafen sie sich unter diesem Wort und erlebten die Gegenwart Gottes. Und viele haben Gottes Wort gesucht und Trost gefunden. Und Friedemann hat gesagt, wenn ich dieses zerlesene Buch in meiner Hand halte, bin ich dem Herrn dankbar für das Vorbild, das ich durch meinen Vater und durch seine Haltung in meinem Glauben, in meinem eigenen Glauben dann erleben durfte. Durch sein uneingeschränktes Vertrauen in die Bibel und in die Bedeutung der Gemeinschaft der Christen unter dem Wort durfte mein Vater für viele ein motivierendes Zeugnis sein. Und da haben wir wieder dieses beides zusammengenommen. Dieses sich klammern an die Bibel und dieses Erleben, dass die Bibel Gemeinschaft stiftet. Und dann fuhr Friedemann fort und er hat das auch hier in diesem Artikel so aufgeschrieben. Es gab und gibt in diesen Monaten viele Diskussionen, wie Christen sich technisch noch besser vernetzen und das Internet zum wichtigsten Instrument der Gemeinden geworden sei. Es gibt immer mehr Christen, die stolz darauf sind, dass sie durch die Technik digitale Gemeinden errichtet haben. Also Gemeinden, für die es ausreichend ist, auf diesem Wege miteinander zu kommunizieren. Und Friedemann hat gesagt, das ist gegen den Weg, den Gott uns gezeigt hat. Und er hat dann weiter ausgeführt, und das hat er uns auch jetzt in Stuttgart gesagt. Gott hat zwei Orte geschaffen, an denen er gegenwärtig und wirksam sein will. Das ist die Versammlung seiner Gemeinde an einem lokalen Ort und das Zusammenkommen seiner Gemeinde beim Abendmahl. Und weil es diese klaren Anweisungen des physischen Zusammenkommens, also des realen Zusammenkommens gibt, haben sich Christen zu allen Zeiten diese Gemeinschaft nicht verbieten lassen. Kein Krieg, keine Pest und keine Verfolgung konnten das Zusammenkommen der Gemeinde Jesu verhindern. Und dann fährt er fort und sagt, wir sind eine Generation von Christen, die sich zum Teil über die Anweisung Gottes hinweggesetzt hat, die einen neuen Weg der Gemeinschaft sucht. Distanzgemeinschaft, ich weiß nicht, ob Sie das Wort schon mal gehört haben. Distanzgemeinschaft ist ein neues Wort im Wörterbuch der Gemeinden. Unsere Argumente für solche neuen Formen sind bei näherem Hinschauen dürftig. Und letztlich entzieht sich auch alles im Internet der Autorität der örtlichen Gemeinden. Schließlich, die Nebenwirkungen dieses Lockdowns in den Gemeinden sind noch nicht zu überblicken. Wenn Gott so gnädig ist und uns Orte seiner Gegenwart anbietet, dann tragen wir für unser Verhalten die Verantwortung. In den vergangenen Monaten haben wir erlebt, dass wir auf vieles in unserem Gemeindeprogramm verzichten können. Aber auf das Empfangen des Wortes Gottes können wir nie verzichten, ohne bleibenden Schaden zu nehmen. Und am Ende kommt er noch einmal zurück auf dieses zerfledderte Testament seines Vaters. Er sagt, die Blätter sehen so aus, als ob die Mäuse dran gefressen haben. Aber es waren nicht Mäuse, sondern es waren Hunderte von Gefangenen, die sich an das Wort Gottes geklammert haben. Ohne jeden äußeren Glanz und äußerlich schwach hat mein Vater sich mit diesem Testament, so oft es möglich war, vor die Gefangenen hingestellt und Gottes Wort verkündigt. Und der Herr hat Menschen an diesem Ort gesättigt und ewigen Trost geschenkt, auch im Sterben. Und so stiftet Gott durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch, durch sein Wort, Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Heiligen. Und es ist unser großes Vorrecht, dass wir an dieser Gemeinschaft teilhaben dürfen. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen und wir lassen uns auch nicht mehr los. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du deinen Weg durch die ganze Geschichte gegangen bist, bis zu uns. Und dass du uns erreicht hast, dass du uns erreicht hast mit deinem Wort, dass du uns zusammengestellt hast zu deiner Gemeinde. Und dass du durch deine Gemeinde in diese Welt hineinrufst und Menschen zur ewigen Rettung aus dem ewigen Tod befreien willst. Und so hilf uns, dass wir als deine Gemeinde treu sind, Herr. Dass wir dir treu sind und dass wir auch einander treu sind. Dass wir zusammenhalten, dass wir uns gegenseitig stützen. Und wir bitten dich für die Glaubensgeschwister in unserem Land und auch darüber hinaus, die händeringend verzweifelt nach einer Gemeinde suchen und sie zurzeit nicht finden können, Herr.
Ach bitte, gib doch, dass noch viele Gemeinden sich finden lassen. Gib doch, dass möglicherweise, wo erforderlich, auch neue Gemeinden noch entstehen können. Herr, damit dein Volk sich versammeln kann zu deiner Ehre. Und bewahre uns davor, Herr, was auch immer als äußerer Druck auf uns zukommen mag, auseinanderzulaufen. Bewahre uns davor, den Gottesdienst preiszugeben. Bewahre uns davor, dir die Ehre zu verweigern, auf die du einen Anspruch hast, auch durch unseren Lobgesang. Herr, wir danken dir für diese Glaubensgeschwister in Thessaloniki. Herr, wenn wir das lesen, dann ist es uns, als ob sie heute da sind und hier neben uns sitzen. Wir danken dir, dass du derselbe Herr bist und dass du uns auch durchbringen wirst, bis wir einmal auch vor deinem Thron stehen dürfen und beim Herrn sein dürfen, alle Zeit, Herr. Erbarme dich über uns. Und dir sei Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.